Guten Morgen, meine lieben Freunde. Willkommen hier zum zweiten Vlog aus Madeira bei Die Auswanderer. Und wir haben jetzt eine neue Kandidatin. Oh mein Gott, guck mal hier. Die Auswanderer. Hör bitte auf. Die Auswanderer. Jodie ist auch im Auswanderer. Ja, ist es so? Ja, ist es so. Interessant. Okay, kurzer Outfit-Check. Oh Mann, warum? Simon, was machen wir heute? Unser Inselguide. Ja. Ah, okay, Jodie, was machen wir heute? Sabine, was machen wir heute? Wir gehen zur Levada 25 Fontes. Die 25 Quellenflüsse? Schwanz. Ach so. Muss los, Deutschland. Die Auswanderer. Endlich darf unser Auswanderer das Grundstück seiner Träume begutachten. Der intelligent innovative Investor Moritz sieht hier seine große Chance. Doch dann kommt plötzlich alles ganz anders. Ja, wir sind jetzt wieder am Grundstück, Leute. Jodie, kurz das Grundstück mal zeigen. Und hier vorne, Leute, haben wir tatsächlich schon zwei kleine Bunker stehen, die ganz interessant sind. Aber wir schauen noch mal ganz kurz zu unserem Auswanderer. Ja? Moritz, wie läuft's bis dato? Nicht so gut. Warum? Ich glaube, ich muss kacken. Kurze Frage, wie geht's dir bis heute? Warum? Kacken. Du musst kacken? Ja. Wie gefällt es dir bis jetzt hier? Kacke? Weil du kacken musst? Kacken. Okay, alles klar. Warum sind wir denn hier? Weiß ich nicht. Wie? Einfach mitgenommen. Guckst du an einer Immobilie gerade oder nicht? Genau, und man ist schnell in der Hauptstadt. Ja. Aber? Die Frau, die streikt. Die Frau, die streikt? Ja. Gibt gerade Ärger mit der großen Liebe hier auf der Insel. Meinst du, es klärt sich noch? Ist gerade ein bisschen traurig. Willst du bitte in die Kamera rein? Danke. Gerade vom Mogel, dass es gerade ein bisschen Ärger gibt zwischen euch beiden. Was ist das Problem? Ein kleiner Schwanz. Und das stört in der Beziehung. Ja, voll. Ja. Sehr sauer. Und das Grundstück hier? Ein großer Schwanz. Wäre das was für euch oder? Für uns. Ja, als Familie. Ist hier auf jeden Fall da rein. Ja? Ja. In die Zukunft von euch beiden auch. Alles klar, ja, nee, ist interessant. Jetzt gleich fahren wir dann zum Wasserfall und schauen mal, wie Moritz Mördermann die ganze Geschichte am Wasserfall aufnimmt. Es gibt gerade scheinbar ein bisschen Streit hier hinter den Kulissen. Ich sehe auch gerade, ja, es ist gerade echt ein bisschen schwierig. Er sitzt im Auto, sie reden nicht mehr gerade miteinander. Alles gerade ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, mit der Zeit wird das alles klären, meine Freunde. Your life, your happiness is your responsibility and your responsibility alone. As long as we're pointing the finger. Und, was ist deine Vision? Also das ist jetzt nicht das, was wir hier konzipiert hatten. Okay. Aber kann man sicherlich auch machen, ja. Nee, klar, das kriegen wir hin. Das ist dann deins. Ja. Und ich würde sagen, jetzt gibt es noch mal ein paar Arschkeile. Ich glaube, der Typ hat gefurzt. Er hat gefurzt tatsächlich, man sieht es. Ich glaube, wir nehmen es dann gleich einfach wasserfallmäßig und berichten natürlich live weiter, wie es Moritz Mördermann hier auf der Insel ergeht. Dankeschön. Muss los, Deutschland. Die Auswanderer. Interview, Mo, wir sind gerade am Gipfel der Unverschämtheit angelangt. Not filming, why? Oh, wie sieht es mit der Kleidungsauswahl aus? Nicht gut. Zu kalt? Okay, Leute, es ist gerade ein bisschen krass passiert. Knubbel ist einfach Flammen auf. Zu brennen, weil wir so hoch sind. Und jetzt haben wir ihn gelöscht, Leute. Der Hund hat einfach gebrannt. Knubbel, hier ist noch Feuer. Da ist noch Feuer. Oh, da ist noch Feuer. Oh, du hast ihm das Leben. Aua! Du hast ihm das Leben gerettet, dem Hund. Mann, ich will nach Hause. Alter, saugeil, ey. Geil. Warte! Folgendes passiert, der Hund vom Reiseführer hat hier bei Die Auswanderer gerade gebrannt. Mo hat sich mit seiner Freundin Charlotte leider gestritten. Es gibt gerade ein kleines Beziehungsdrama. Wir haben alle die falschen Sachen dabei. Und irgendwie haben wir, ich weiß nicht warum, so einen random Asiaten im Auto, der nicht mal unsere Sprache spricht. Dein ganzer Mund ist voller Schokolade. Und ich habe richtig viel Kot genascht, Alter. Knubbel. Die Auswanderer lassen sich nicht unterkriegen, oder Mo? Habt ihr gehört, Motivation ist da. Muss los, Deutschland. Die Auswanderer. Verbleibt im Auto und wir trauen uns in die Straßen hoch. Alter. Ja! Ja! Okay, dann die Kamera. Soll ich jetzt? Die Kamera. Ja. Arschgeil. Spring! In Zeitlupe! In den Kuhhaufen rein. Da. Alter, das war knapp, Junge. Das war knapp, Digga. Wir sind einfach bei dem Parkplatz kurz angehalten. Das war wirklich der schönste Mal Pisten in meinem ganzen Leben. Das muss ich sagen, ich stand auf dem Stein und hab runtergepinkelt.
mein Gott. Du kannst jetzt nicht hier stehen bleiben, Bruder. Alter. Kitschel? Die ist einfach richtig ignorant. Der ist alles egal. Die Almans. Muss Deutschland. Die Auswandererin. Die unglaublich umhauenden, unendlichen Köstlichkeiten sprechen auf Madeira natürlich für sich. Hier kommt jedes Schleckermaul auf seine Kosten. Was für ein Scheiß-Voice-Over ist das? Lass das bitte drin. Was machen wir heute? Wir gehen zum Markt. Ja, und freust du dich? Da kaufe ich mir einen Sarg. Einen Sarg am Markt. Bist du schon gespannt auf die kulinarischen Vielfältigkeiten, ja, die es am Markt gibt? Fisch esse ich nicht. Obst? Essig. Lecker? Essig. Essig? Essig. Das ist Banana, right? Banane, mhm. Okay, du kaust es und wenn du es fertig gekaut hast, spuckst du es einfach wieder aus. Weird. Aber ist komisch. Moritz, wie fühlst du dich, wenn du dieses Zuckerrohr im Mund hast? Sinnlos fühle ich mich dann, nutzlos. Ist doch sehr lecker. Nein, ein Tropfen kommt da raus. Sebastian, was sagst du? Es ist wie natürlicher Kaugummi. Kann dir auch was anderes zum Kauen geben. So, wie ist denn das jetzt hier für dich als Auswanderer in so einem fremden Land mit den ganzen neuen Arten und den ganzen neuen Pflanzen? Voll überfordert. Ja? Ist das so schlimm? Ja, überall fremde Bäume. Ich kann nicht. Können wir das Interview abbrechen? Ja, natürlich. Ich muss meine Höhenangst bekämpfen. Ja. Gucken Sie sich's an. Und das ist wichtig, damit du auf der Insel leben kannst. Möchtest du die Höhenangst besiegen? Ja. 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 Was sind deine Ängste beim Runterfahren? Dass die Bahn einfach runterrutscht. Wie realistisch ist das? Also der Typ meinte 80%. Da kommt ein Tsunami. Die hohe Höhe war für Moritz schon immer ein Problem. Hey Leute, ich hab Angst. Okay, wir sind jetzt hier den ganzen langen Weg runtergefahren. Unser Auswanderer hat es tatsächlich geschafft, meine Freunde. Er hat seine Höhenangst überwunden, um an den Platz seiner Träume zu kommen. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz ein Interview mit dem Auswanderer machen, denn der scheint hier einen richtig krassen Plan zu haben und möchte uns auch gleich verraten, warum er überhaupt hier hingekommen ist. Jetzt aber erstmal ein paar wunderschöne Shots von dieser ganzen Umgebung hier, von dem organischen Garten und natürlich auch irgendwie vom Meer und dieser malerischen Landschaft. Auswanderer, warum sind wir denn jetzt hier? Ausbauen. Bitte? Ich baue ein Haus. Ach so, ich glaube nicht, dass das öffentliches Grundstück hier, also ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, hier jetzt ein Haus zu... Ich weiß noch nicht, ob man da wirklich... Toilette. Die anhaltende Artenvielfalt kann bei erster Betrachtung natürlich überfordern. Auch den mutigen Moritz Mördermann. Er ist weg. Ich wollte gerade filmen, aber er ist weg. So. Oh. Hä? Wir sind plötzlich in München? Habe ich etwa vergessen, die restliche Zeit des Trips zu dokumentieren? Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Moritz Mördermann und der Insel Madeira weitergeht, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde an der Stelle hier sagen, das war's von diesem kleinen Vlog/Dokumentarformat. Ich weiß selber nicht genau, was es gewesen ist, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das alles so ein bisschen hier zu skripten und herauszuarbeiten, beziehungsweise eigentlich habe ich es in meinem Kopf geskriptet und danach ein Skript geschrieben, also irgendwie war es ein bisschen durcheinander, aber ist auch nicht schlimm. Aber eine Sache, die noch ganz, ganz wichtig ist, Jody, komm mal bitte ganz kurz her. Es ist super wichtig, Jody, stell dich mal bitte neben mich. Es ist wirklich, wirklich, komm mal bitte neben mich, Jody, es ist wirklich wichtig. Stell dich neben mich, Jody. Wir müssen uns jetzt noch ganz kurz für den Titel und Thumbnail rechtfertigenderweise streiten, weil es geht um Beziehungsstreit in dieser Folge. Weil Moritz hat ja Streit mit der Tonia, habe ich kein Thumbnail von, müssen wir beides machen. Also lass uns mal kurz wirken für den Thumbnail und dann war es das von diesem Video. Super Leute, das war's für diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Nein, tust du nicht. Spring jetzt von Schaut auf jeden Fall bei Jody vorbei. Schau, nein, nicht darunter springen. Gut. Jody ist damit auch raus für heute, meine Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Das war's von diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Jody, bei Mo und allen anderen Verlinkten in der Videobeschreibung vorbei. Das war's für diesem Video. Hab ich schon mal gesagt. Halt's mal. Tschüss.